halt das auch mal aufmachen, damit das so wirklich so ist. Nee, und das ist jetzt Tatsache hier drin. Hier oben ist die Kamera, ist eine HD-Kamera, die eben pro Minute ein aktualisiertes Bild an unsere App sendet. Okay. Wir müssen eben, um den Garvorgang zu sehen, ja, müssen wir jetzt nicht mehr im Raum sein, aber wir brauchen auch nicht im Raum sein, um den Garvorgang zu verändern. Das heißt also, du guckst ganz entspannt auf dein Handy rauf, draußen im Garten und sagst, nee, mein Hühnchen möchte noch ein bisschen bräuner. Das heißt also, ich gehe einfach mit der Temperatur hoch. Und dazu brauchst du nicht aufstehen. Ja? Frage, die Kamera, wie hitzebeständig ist die? Pass auf, das ist ganz einfach. Der Backofen von Miele hat eine Pyrolyse, 440 Grad. Das haben wir bei uns schon mal auf dem Kanal präsentiert, wie das mit der Pyrolyse funktioniert, wie heiß die wird. Und das ist halt, wenn die Kamera das aushält, ist halt schon Respekt. Die Temperatur brauchst du natürlich zum Garen nicht, also perfekt, ja, also für jeden Garvorgang. Wir haben noch mehrere Schwierigkeiten in dem Klimagarer. Klimagarer heißt ja heiße Luft plus Feuchtigkeit. Also auch eben durch dieses leichte Beschwaden haben wir trotzdem ein perfektes HD-Bild, selbst wenn wir leicht beschwaden. Also trotz Dampf habt ihr ein klares Bild. Hut ab! Moment ist, wenn es darum geht, ich habe die richtige Bräunung erreicht, ich habe den perfekten Garprozess erreicht, der Punkt ist perfekt. Ich bin aber jetzt gerade wirklich noch im Garten und irgendwie kann ich jetzt direkt zum Ofen gehen. Ich habe es mal simuliert, wir haben jetzt noch 40 Sekunden hier, ja. Dann sollte eigentlich das Gericht fertig sein. Und es ist dann auch fertig, da kann man nichts dran ändern. Ja. Problem war dann immer, man kam zu spät, dann übergart das gut, in diesem Fall die Intimbrust, oder man musste irgendwie alles tun, damit es klappt. Hat Miele daran gearbeitet. Das Ganze nennt sich Taste Control. Taste Control heißt, werden wir gleich sehen, in unter 10 Sekunden wird dann gleich, wenn die Garzeit abgelaufen ist, der Ofen das erkennen, ja. Und die Tür wird sich öffnen, und zwar einen Spalt. Kalte Raumluft kommt in den Ofen rein. Hier oben wird die heiße Backofenluft rausgezogen. Jetzt hat das Ding gemacht und jetzt schauen wir uns das mal an. Genau. Also schön langsam auch, also ganz. Also wirklich so, dass man sagen kann, das ist auch nicht gefährlich und das geht auch nicht komplett auf. Denn selbst wenn ich beim Backofen die Tür komplett aufmachen würde, würde es nicht so schnell abkühlen, wie es jetzt hier macht bei Taste Control. Denn wir haben einen richtigen Sogeffekt und das ist wirklich sensationell. Ja, noch nicht alles. Das wäre ja jetzt schon toll, wenn es nur das wäre. Wäre ja sonst langweilig. Das wäre sonst langweilig. Miele hat natürlich auch daran gedacht, was ist denn, wenn du jetzt gerade wirklich eben das alles nicht mitbekommen hast und gar nicht gemerkt hast, Mensch, der Backofen ist schon auf. Wir haben den Backofen auf 80 Grad schon runtergekühlt. Ja. Irgendwann kühlt er ja weiter runter und dein Hähnchen wird ja irgendwann kalt. Genau. Also reagiert das System automatisch, wird den Backofen wieder ab 80 Grad schließen und mit der Temperatur wieder nach oben fahren. Oder, das ist das, was Kevin jetzt gleich mal machen wird, an der App, du sagst, oh Mensch, jetzt ist der Ofen schon offen. Das Garergebnis ist aber noch nicht hundertprozentig. Ja. Jetzt brauchst du wieder nicht aufzustehen, sondern kannst von deinem Handy, von deinem Tablet ganz einfach sagen, komm, wir legen mal noch ein Minütchen nach und der Ofen wird anfangen, sich automatisch wieder zu schließen. Okay. So. Nochmal 2 Minuten nachlegen. Ja. Und jetzt schauen wir. Und jetzt gucken wir. So, jetzt, aha, Fernsteuerung aktiv, zeigt er das auch, sehr gut. Und jetzt geht's zu, sensationell. Das jetzt haut's mich weg. Habt ihr das so geschafft, genau. Das ist wirklich eine Funktion, die eben absolut für die Praxis total wichtig ist. Wir als Profis wollen gerade genau die Garung. Wir wollen also, dass genau auf den Punkt aufhört zu garen und nicht erst eine Minute später oder ein Grad später. Und deshalb ist die Technik natürlich in der Lage, uns genau dieses Ziel zu geben. Ja, und das ist toll. Ja, aber auch jedem anderen. Ne? Also wir haben es doch immer wieder so, dass wir irgendwie zwischendurch ruft mal die Schwiegermutter an und man wird ein bisschen ins Gespräch verwickelt. Und dann muss man sich um nichts Gedanken machen, denn der Ofen übernimmt, dass es nicht übergart. Ja. Klasse. Wer entwickelt das? Also sind das Ideen von Ingenieuren oder kommen die Ideen von den Köchen? Beides, muss man ganz klar sagen. Miele hat ja mit uns Tafelkünstler, das heißt, wir sind alle eigene Kochschulen, die eben mit Miele zusammenarbeiten, ein unglaubliches Know-how-Netzwerk geschaffen. Wir sind jetzt über 60 Partnerkochschulen, wo natürlich unser Know-how aus der Praxis eben genauso in diese Geräte einfließt, wie natürlich die perfekten Ingenieure in den Werken. Also das ist wirklich so ein Geben und Nehmen und ich glaube, das ist ein Schlüssel, dass Miele einfach eben immer besser ist, immer auch der Konkurrenz ein Stück voraus ist.
weil sie einfach auch uns nutzen und wir nutzen natürlich auch Miele. Ja, also das ist wirklich perfekt. Das ist genau so ist es. Wir sind natürlich tagtäglich mit den Geräten auch in Kontakt. Wir arbeiten damit, wir testen aus. Ich persönlich mache sehr viele Rezeptentwicklung damit, auch für den Dialoggarer beispielsweise. Da kommen wir ja kleiner dazu. Genau. Und dementsprechend ist es so, dass es ein Geben und Nehmen ist. Ja. Das ist cool. Also quasi vom Fachmann für den Haus und die Hausfrau. Also Hausmann und Hausfrau. Man muss ganz klar sagen, wenn man so ein Gerät sieht oder wenn man den Dialoggarer sieht, wir haben eigentlich heute ein Profigerät für den Haushalt. Genau. Das ist doch, also was gibt es denn Besseres? Ja. Sensationell, also weil halt wie gesagt, ich selber habe ja keine Kochausbildung, ne, kann aber Gerichte zaubern, die halt, sag mal, Gaststättenqualität haben. Mit der entsprechenden Hilfe vom Gerät. Genau. Gaststättenqualität war ein schönes Wort, dann merkst du gleich, wo er herkommt. Die Gaststättenqualität. Genau. Was habt ihr noch alles hier zum Zeigen? Eigentlich so ein bisschen so mein Lieblingsgerät, weil wir einfach hier einen Backofen mit Dampfgarfunktion haben. Das heißt also, wir haben einen eigenständigen Backofen mit allen Backofenfunktionen, aber auch einen eigenständigen Dampfgarer, der eben 100% Wasserdampf erzeugen kann, Gemüsegaren, Fischgaren, alles garen kann. Oder die Kombination heißt trockene Hitze plus Dampf in prozentualer Feuchtigkeit im Gerät eingegeben. Also das ist schon wirklich High Class. Wir können eben prozentual genau steuern, wie viel Grad mit wie viel Prozent Feuchtigkeit arbeitet. Aber neue Funktion, und die wollen wir gerade mal zeigen, wäre eben die Funktion Mix and Match. Das klingt spannend. Das klingt wirklich spannend, ja. Bisher habt ihr ja Menügarn gehabt. Genau, aber Menügarn hatte eben immer nur die Dampfgarfunktion. Das heißt, wir konnten nicht bräunen. Also diese Funktion Mix and Match, das heißt also, dass wir verschiedene Produkte miteinander kombinieren in einem Garschritt auf demselben Teller im Backofen garen können, knusprig oder schonen. Das zeigt der Kevin jetzt mal direkt an unserer App. Super. Also. Also das ist wie mit allen Geräten der 7000er-Serie, sie sind alle vernetzbar. Mhm. Wir haben alle ein WLAN-Modul verbaut und wir können über die Miele App Mobile App das dann auch bedienen. Wir sehen hier verschiedene Geräte. Wir gehen jetzt mal auf das Thema Dampfgarer, Kombi-Dampfgarer, von dem wir gerade gesprochen haben. Und hier Mix and Match. Öffnet sich die App. Wir gehen auch weiter und wir können jetzt entscheiden, was wollen wir zubereiten. Was haben wir noch im Kühlschrank? Beispielsweise, wir haben ein bisschen Fleisch noch im Kühlschrank. Dann können wir hier eine Auswahl treffen von den Dingen, die wir haben. Beispielsweise gehen wir mal auf ein Rinderfilet. Ja? Haben wir einen Rinderfiletspieß. Und jetzt kann ich entscheiden, ist der roh oder ist der vom Vortag? Also ich kann damit auch aufwärmen. In dem Fall sage ich jetzt mal roh. Wie möchte ich das zubereitet haben? Knusprig oder schonend, also dampfgegart? Das ist der Unterschied zum Menügarn. Wir können jetzt also auch knusprig garen. Natürlich macht das beim Fleisch Sinn, knusprig. Jetzt geht's weiter. Ich möchte natürlich auch ein bisschen Gemüse haben zu meinem Gericht. Und es geht immer darum, man kann von zwei Seiten rangehen. Man kann sagen, was habe ich im Kühlschrank? Oder ich bin gerade im Supermarkt und sehe tolle Sachen und suche mir die dann aus. Oh, Kohlrabi sieht heute gut aus. Den nehme ich mal mit auf meine Liste. Dann haben wir hier vielleicht noch ein bisschen Paprika. Die nehme ich auch mit auf die Liste. Wunderbar, das ist es. Und jetzt habe ich vielleicht nicht irgendwie eine Kartoffel oder irgendwas, sondern ich habe noch ein Aufbackbaguette. Dann schnappe ich mir hier die App und gehe auf Baguette. Das ist nicht tiefgekühlt, sondern vielleicht vorgebacken, liegt das da. Und das ist meine Auswahl, fertig. Hier erscheint mein Match. Und dieses Match, diese Auswahl, kann ich jetzt zubereiten. Beziehungsweise kann jetzt sehen, wenn ich nicht weiß, in was soll ich das schneiden. Steht hier sogar drin, wie ich das Rinderfilet schneiden soll, wie man den Kohlrabi am besten schneiden soll und so weiter und so fort. Das ist also auch ein ganz, ganz toller Fortschritt. Also ich habe dann ein Rezeptbuch quasi mit. Vorher hat man genau das komplette Rezept. Eine Einkaufsliste, ein Rezept und dann geht's weiter. Ich muss die Einstellung nicht am Gerät vornehmen, sondern ich sende es an das Gerät. Und das schauen wir wieder hier hin. Jetzt schauen wir wieder dahin. Jetzt komme ich wieder. Genau in der Zeit, wo der Kevin das vorgeführt hat, habe ich mal genau das zusammengebaut. Sieht so aus. Das ist jetzt die Fernsehküche. Ich habe da mal was vorbereitet. Und so genau ist das. So würde man das zu Hause ja als Nicht-Profi-Koch auch machen. Das heißt, ich würde alles eben schneiden im Rohzustand. Ihr könnt das jetzt eben einfach auf einen Teller geben, Baguette daneben legen, ab rein ins Gerät. So, das machen wir jetzt mal. Na, jetzt bin ich auch mal gespannt. Und dann machen wir mal, oder? Das heißt, Mix und Match. Match, genau. So, Mix and Match ist vor. Genau, Mix und Match. So, also,
Der Kevin ist gerade anderweitig beschäftigt, aber in der Zwischenzeit hast du was vorbereitet. Ja, ich habe es mal vorbereitet auf dem Teller, so wie man es auch zu Hause machen würde. Das heißt also ganz normal roh und kalt angerichtet. Alles, was ihr aus der App ausgesucht habt, haben wir hier. Das Baguette ist ein ganz normales, vorgebackenes Baguette. Ja? Und das legen wir jetzt alles direkt ins Gerät. Ich gehe mal von hier rüber. So, einmal rein, Baguette aufs Rost gelegt, den Teller, so wie er ist, mit reingestellt. Tür zu, nichts machen, sofort starten, fertig. Da wir das jetzt in der App eingestellt haben, weiß der ja, was er drin hat. Richtig. Und macht das so, wie er das denkt. Genau. Und für richtig. Genau. Und wir haben eben hier zwei verschiedene Garschritte hinterlegt. Einmal gehen wir eben für die Bräunung natürlich auf die Grillstufe, aber immer mit einer extrem hohen Feuchtigkeit, damit das Produkt nicht austrocknet. Und gehen dann über einen längeren Zeitraum auf die Garung. Dann gehen wir auf Heißluft Plus, immer noch mit 60% Feuchtigkeit. Und dann haben wir alles auf dem Teller. Gebräunt, das Baguette ist perfekt gebacken und wir können sofort essen. Jetzt habe ich nicht ganz aufgepasst. Du hast das jetzt dritte Ebene? Zweite Ebene. Zweite Ebene. Mhm. Hat er das jetzt vorher schon mit angezeigt? Weil habe ich jetzt nicht aufgepasst. Er hat es mit angezeigt. Er hat mir gesagt, in die zweite Einschub-Ebene reingeben. Steht auch nochmal in der App, weil wir natürlich die Grillspirale benutzen. Und deshalb müssen wir eben ein Stück höher sein. Ja? Für die Heißluft wäre es egal. Ja, die geht horizontal über das Produkt. So, der braucht jetzt 20 Minuten. Da können wir nochmal ein Stück weiter gehen. Hier haben wir jetzt unseren Dampfgarer mit der Mikrowellenfunktion. Das heißt also, wir haben zwei Geräte in einem kombiniert, was bis jetzt nicht machbar war. Einfach die Mikrowelle, die wir schon seit Jahren natürlich im Programm hatten, und den Dampfgarer kombiniert. Technisch ein Riesenproblem, zur gleichen Zeit Mikrowellenenergie mit Wasserdampf zu verbinden. Ja, das war also sehr, sehr schwierig für die Ingenieure von Miele. Die haben es jetzt geschafft, beide Funktionen voneinander zu entkoppeln, dass also elektrotechnisch nichts passiert. Wir können jetzt eben über den Glasboden zur gleichen Zeit die Mikrowelle nutzen und das Dampfgarn. Das heißt also, wir nutzen das schöne Dampfgarn für die Feuchtigkeit, ja? Das heißt also auch für das perfekte Garen unter Sauerstofffreiheit, und wir nutzen die Geschwindigkeit der Mikrowelle. Und das ist natürlich schon mal genial. Fällt mir jetzt bei dem Gerät gerade auf, was ja typisch Miele ist, dass die wasserführenden Geräte, Backofen, Dampfgarer, innen drin alle Edelstahl sind. Richtig. Und zwar aus dem einfachen Grund, wir garen kalkfrei. Ja? Der Dampf wird nicht im Garraum ausgebreitet, sondern immer hinten im Dampfbereiter. Und das ist ein Riesenunterschied. Dieses Gerät wird nach 10 Jahren innen noch genauso aussehen wie neu, weil es einfach keinen Kalk hat. Und da haben wir einen Riesenvorsprung zu allen anderen Herstellern, die alle irgendwann eben im Garraum verkalken. Für viele, die das Gerät kaufen, gar nicht so klar, dass sie eigentlich nur entkalken müssen, aber nicht den Garraum, sondern eigentlich nur den Dampfbereiter. Was ich jetzt noch sehe, Mikrowelle wird ja auch gerne genommen für Popcorn. Habt ihr jetzt extra ein Popcorn-Symbol hier drauf gemacht? Selbstverständlich, genau. Das ist wirklich so, dass man eben extra sagt, man macht sofort eine Zugriffstaste, Popcorn, und alles geht los. Ja? Also steht dem Heimkinoabend nichts mehr im Weg. Überhaupt nicht. Ja. Warum da eben erst lange programmieren, wenn wir einfach nur auf die Taste drücken? Und das machen natürlich auch mal hier die Jugendlichen. Guck mal hier, und die Kameramann, Tonmann, das ist eine typische Popcorn-Generation. Ja, schalten wir wieder aus. Ein Gerät haben wir noch und dann ist euer Akku alle. Wir haben hier eben unseren Dialoggarer. Das ist sozusagen das Gerät, was wir vor 2 Jahren spektakulär als Weltneuheit von Miele vorgestellt haben. Das ist die Verbindung zwischen Heißluftbackofen und unserem M-Chef, unser M-Chef-Technik. Das heißt also, wir arbeiten hier mit elektromagnetischen Wellen in einem sehr großen Spektrum. Was wir eben machen, ist einfach, wir senden und empfangen Energie, die wir in den Garraum eingeben. Genau. Der Dialog entsteht zwischen ausgesendeter, verbrauchter und nicht verbrauchter Energie. Und das ist genau das, was eben jetzt spektakulär ist. Wir können eben ganz explizit aufs Gargut eingehen und können einfach eben entscheiden, wie viel Energie hat das Gargut aufgenommen, wie viel Energie wird das Gargut noch aufnehmen. Und deswegen haben wir die Möglichkeit, verschiedene Produkte zeitgleich auf demselben Blech, im selben Garraum, mit derselben Einstellung zu garen. Dadurch sparen wir bis zu 70% Zeit, was wahnsinnig ist. Und wir haben eine Qualität, die bis jetzt nicht erreicht werden konnte, weil wir garen im Volumen. Das heißt, wenn wir jetzt so ein schönes Rinderfilet haben, haben wir immer von außen nach innen traditionell gegart. Egal mit welchem Gerät, es ging nur von außen nach innen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, durch diese elektromagnetischen Wellen von unserem M-Chef-Programm direkt in die Tiefe zu dringen. Wir haben also eine perfekte Garung an der Filetspitze, am Mittelstück und am Filetkopf. Es gibt also keine übergarten Stellen mehr.
Und das ist unglaublich. Das war selbst für uns Profis bei der Weltpremiere sehr spektakulär. Ich weiß nicht, du weißt es bestimmt, Fisch im Eis. Ja, das war der Klassiker, der ja in den Videos. Ja, der hat es perfekt gezeigt. Ne? Ich meine, einen Fischfilet zu garen in einem Eisblock, der nicht schmilzt. Wahnsinn. Wahnsinn. Und das ist halt unsere M-Chef-Technologie im Dialoggarer. Aber habt ihr das Produkt letztes Jahr nochmal erweitert mit dem Lieferservice? Richtig? Richtig. Da würden wir jetzt eine Tür weitergehen. Wir haben jetzt eben die Möglichkeit, indem man eben in diesen Garraum anstelle des Gitters einen Glasboden einsetzt, dass wir eben komplett vorgefertigte Teller, ja, wo ein Produkt eben eigentlich in Sternequalität drauf ist, einfach nur in den Garraum reingeben mit einer speziellen Funktion garen und dann kann der Gast also eigentlich Sterneküche, ohne dass er was gemacht hat, für zu Hause essen. Und das ist natürlich schon auch sehr spektakulär. Also dann richtig hohe Qualität. Ja, hohe Qualität. Also wenn du mal einen ganz wichtigen Abend hast, dann holst du dir einfach unsere Kollegen von M-Chef, lässt dir so ein Menü zu Hause anliefern und eigentlich kann nichts mehr schief gehen. Es kann ja nur noch an dir liegen. Dann haben wir es wieder. Es liegt an dem, der vor dem Gerät steht. Am Essen kann es nicht mehr scheitern. Genau. Super. Das sind eigentlich so unsere Features von der 7000-Geräte-Serie, die wir jetzt wirklich erstmalig komplett bei einer Messe präsentieren. Und es, ihr habt schon gemerkt, es ist wahnsinnig viel. Es ist viel, es ist facettenreich. Es ist natürlich auch sensationell, dass es halt ein Koch präsentiert. Ja. Ne? Und nee, so wie ich halt, der Verkäufer, der da auf gewisse Dinge drauf eingeht, die halt Optik sind, die die Qualität vom Gerät her sind, sondern wirklich, dass mal herausgestellt wird, was kann ich damit machen und was ist mein möglicher Kundennutzen. Absolut, finde ich auch so. Ich finde aber auch ganz schön einfach unsere neuen Farben, die wir mit drin haben, dass wir einfach sagen, wir haben jetzt immer eine identische Oberfläche, wir haben keine Knebel mehr am Gerät. Ja? Wir haben ein Gerät, was wir bis jetzt immer genommen hatten, ohne Knebel. Das heißt, einmal mit dem Tuch drüber gewischt, die Bedienoptik ist sofort sauber. Ist von der Reinigung perfekt. Sensationell. Wir haben immer wieder die Slider-Funktion. Das kennen ja die meisten vom iPhone, ja? Dass wir einfach sagen können, Bedienphilosophie, einfach wird drüber geslidert, angeklickt und wir können jetzt eben über diese Slider-Funktion eben auch die Temperatur einstellen. Ja? Das ist alles ein ganz normaler Vorgang, den wir täglich an unseren iPhones oder an unseren Samsung, was auch immer machen. Das ist intuitiv. Intuitiv, genau, genau. Ja, und das eben jetzt nur noch, egal in welcher Preiskategorie, einfach mit dem Soft-Touch-Display. Das war jetzt auch so das Stichwort. Wir haben noch, wenn ich dort gucke, noch 13 Minuten. Ja. Die würden wir nutzen, dass wir uns jetzt mal die verschiedenen Designs am Nachbarstand anschauen. Und dann kommen wir nochmal zu dir zurück. Ganz tolle Farbe finde ich übrigens, diese neue Grau. Sehr, sehr schick, sehr, sehr spacig, findet ihr genau da drüben. Da gehen wir jetzt auch hin. Auf geht's. Wie hat euch die Kochshow gefallen? Das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, auch was die Geräte können. Und während unser spezielles Menü, was wir selber zusammengestellt haben, im Ofen ist und gart, schauen wir uns die neuen Designlinien an von Miele, was speziell Backöfen und Kompaktgeräte betrifft. Das Video seht ihr dann nicht am Sonntag, sondern bereits am Mittwoch. Und damit es euch nicht so langweilig wird, da und da findet ihr neue Videos. Und hier könnt ihr den Kanal noch abonnieren, dass ihr dann am Mittwoch auch den zweiten Teil von unserer Miele-Serie von der IFA nicht verpasst. Bis dann, tschüss, euer Robert.